da gerade die Frage von einem User aufkam, lohnt sich nicht manchmal API? Das werden wir jetzt einfach mal demonstrieren. Einmal eins, geht es? Einmal eins? Ne, dann habe ich auf der Gegenseite auch nur eins, oder? Was passiert, wenn ich 12 den privat machen? XXX. Erstellen. Muss ich dafür jetzt bereit? So, jetzt wollen wir hier mal einfach. Wir machen keine Dings. Wir machen jetzt. Wir fügen mal einen Nachmuff hinzu. Wir fügen mal. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen ja eigentlich. Wollen wir halt. Du hast ja gefragt. Machen wir anders. Du hast ja gefragt. Auf Kreuzer. Und dementsprechend nehmen wir jetzt einfach mal Kreuzer. Das ist natürlich jetzt. Europa haben wir keinen, Panasien, Kreuzer, Young, ja, hinzufügen. So, dann das gleiche mit Italien, Kreuzer, Venezia, damit wir auch gleiche Stufen haben. Ne? Das gleiche mit Frankreich, Kreuzer, da müssen wir zwei nehmen, die Henri. Und Frankreich, Kreuzer, die Marseille, weil die sind ja unterschiedlich. Ja. Mist, habe ich jetzt den anderen nicht hinzugefügt. Henri. Doch, achso, der ist nur noch oben gewandert. Okay. Great Britain, Kreuzer, ja, Mino. Und das Ganze auch nochmal im Vergleich mit dem Kreuzer mit der Goliath. So, Deutschland, Kreuzer in den Burg. Zack. Ich mache es jetzt extra so, dass sie sich nicht bewegen, so dass man hier müssen wir auch beide wieder nehmen. Neski und halt, UdSSR, Kreuze, Petros. Ich mache es jetzt extra so, dass man leichte und schwere sieht, ne? Und sich einen Gedanken drum machen kann. Dann nehmen wir Worcester und dann nehmen wir noch Kreuzer, dann nehmen wir noch die, ne? Ach, die Dings gibt's gar nicht. Schwere gibt's ja gar nicht. Das ist natürlich doof. Annapolis, so, dann machen wir noch bei Japan, machen wir bei Kreuzern, also wenn wir auch noch eine Zau kriegen, eine Dings kriegen wir jetzt natürlich nicht. So. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt ins Gefecht gehen kann, obwohl ich nicht genug Leute habe. Doch, kann ich. Perfekt. Perfekt. Und jetzt demonstrieren wir einfach mal den Unterschied zwischen HI oder beziehungsweise zeigen einfach mal, was API bei den einzelnen Schiffen anrichtet. Lustige Sache. Können wir gleich auf API umschalten. Und hinterher schießen wir sie alle mit Torpedos kaputt. Ja, schauen wir mal. Ich bin selbst gespannt, also ich kann mir das jetzt so gar nicht so richtig vorstellen. Bei einer Worcester, glaube ich, könnte man definitiv relativ viel erreichen. Premium-Schiffe sind hier ja natürlich nicht als Dings mit drin. Wir müssen halt Vollgas geben. Wir haben sie jetzt extra auch unbewaffnet und unbeweglich gemacht, damit man wirklich vom Idealfall ausgehen kann. Ne? Zum Glück fahren wir ja relativ schnell mit diesem wunderbaren Schiff. Und wir machen es jetzt einmal mit der Yodo und hinterher einmal mit der Yoshino. Und bei der Yoshino werdet ihr sehen, da lohnt es sich definitiv. Aber bei diesem hier, denke ich, würde es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht lohnen.
So, gibt Gaskiste. Ach, das ist schick hier in diesem Froschgrün oder keine Ahnung, wie auch immer man das nennt. Mintgrün müsste man das ja, glaube ich, nennen. Ne? Mintgrün, glaube ich, passt ganz gut. So, 35,8 Knoten. Schon ein schönes Schiff. Also, es ist echt. Ich mag die auch total gerne. Ich hätte nicht gedacht. Ich bin ja bei den Panasien, bin ich raus, weil ich. Ja, da ist mir selbst in der Stufe 10 die Reichweite nicht hoch genug. Und ich bin so niemand. Ich bin auch so, ja, Mino ist, ja, ich spiele sie ab und an. Aber sich irgendwo in Nebel zu stellen und zu bannern, ist einfach nicht mein Ding. Also. So. Jagalagadadadu, die Torpedos sind auch ready. Können wir schon mal hier. Aber es wird nichts bringen, weil. Warum? Weil sie ja nicht bewaffnet sind, die Gegnerschiffe. Oh Mann, es dauert noch etwas länger. Ich kann noch ein bisschen quatschen. Ja. Vor allem müssen wir ja die gleiche Strecke auch nochmal zurücklegen, die wir selbst auf der anderen Seite ja auch zurückgelegt haben. Ja. So, da haben wir den Hindenburg. Da ist die Nevsky. Ich tippe mit hoher Wahrscheinlichkeit. Die Petros ist auch definitiv härter als die Nevsky zum Beispiel. Die Marseille dürfte auch, ist ein schwerer Kreuzer. Die dürfte auch schwerer zu durchschlagen sein. Wie es bei den anderen allerdings ist, also ich fahre jetzt auch wirklich dazwischen. Ich habe jetzt 16, ja, da könnte man mal einen so drauf setzen, ne? Wenn wir jetzt wirklich. Na, ne, das ist nicht. Ist noch zu weit weg. Wir fahren einfach mal dicht ran. Bei der Venezia könnte es sein, die ist ziemlich weich. Ich versuch's mal. Fast ein bisschen hochgesetzt. Oh, geht. Mach's nochmal. Ein bisschen mehr in die Mitte. Das werden wir mal abschalten. Ja, so, und jetzt machen wir das Ganze mal mit HE gleich. So, 8000 mal drauf achten. 1200. So, und jetzt machen wir das Ganze wieder. Noch Fragen? Außerdem brennt sie. Halte ich für weitaus effektiver. Jetzt Blödsinn, okay. Halte ich für weitaus effektiver. Gar nicht getroffen. Gehen wir hinten auf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir damit einen Zieher machen. Ich. So, das Ganze auf der Mittelmauer. Stehen jetzt nicht ideal, nicht hundertprozentig ideal, aber das wird man im echten Spiel ja auch nicht haben. Okay, 5000 gesetzt. Sieht irgendwie ein bisschen anders aus, oder? Jetzt ganz ehrlich. Immer da vorne setzen. Du brennst gar nicht mehr.
Jetzt nehmen wir die Nervskriege mal vor. Nehmen wir die Nervskriege mal. Eigentlich kann man das dann höher halten mit HE. Ja, und das ist eben mal der Punkt. Schon im Bein. Ne? Jetzt kommt AP. Ne? Richtet auf den Levski fast gar nichts an. Ist jetzt aber auch nicht geskillt. Also man kann natürlich ja auch, wie gesagt, die Durchschlagskraft noch skillen. Ja, ging jetzt, aber war jetzt auch wirklich kein Riss. Ne? Kann man jetzt nicht wirklich behaupten. Ne? Wow, von den Korps hat jetzt noch zwei getroffen. Zwei reichen. Die muss man wieder brennen. Die werden die Höhe halten, damit man die Aufbauten trifft, weil die brennen natürlich deutlich besser. Ja, das ist auch mal wichtig, wo man sie trifft. Ne? Das ist eben halt auch mal sehr wichtig. Auch wieder Brand ausgelöst. Das darf man nicht vergessen. Ne? Ja, gut, das ist jetzt echt ungerecht. Ne? Guck mal, fast über 10.000. Und ich denke nicht, dass ich so viel mit Dings anrichten werde. Wollen wir die mal beseitigen. Ne? Die Leichen. Seht ihr? Fast gar nichts. Ne? Aber ich habe, wie gesagt, auch keine Durchschlagskraft geskillt. Ne? Das darf man eben halt auch nicht. Lohnt sich definitiv nicht bei der Hindenburg. Ne? Absolut nicht. So, hier haben wir ein schönes Beispiel, die Bordschütze. Die ist relativ weich. Und so werden wir natürlich richtig viel erreichen, gehe ich mal von aus. Ne? Fast auch wieder fast 10.000. Jetzt gehen wir wirklich mal hier hinten. Das war natürlich jetzt mit HE natürlich totaler Schwachsinn. Im Idealfall, ne? Ihr seht, absoluter Blödsinn. Das ist hier mit 100%iger Wahrscheinlichkeit dasselbe. Ja. Man, oh, die ist sogar ziemlich weich, da kommt ziemlich gut durch. Aber jetzt, wie gesagt, sie stehen. Und das darf man eben halt nicht vergessen. Solche Idealbedingungen findest du ja nicht vor. Bei ihr werde ich gar nichts erreichen unten. Kann ich mir nicht fragen, wobei das ein Engländer doch ist, ein Engländer. Ah, ne. Bringt gar nichts. Bringt echt gar nichts. Ne, wird nicht ideal getroffen, ne? Okay.
Heilung hat gleich. Und die Goliath ist ja schon wirklich weich. Das darf man nicht vergessen. Die ist ja nur wirklich weich. Ja. Noch Fragen? Gibt's eigentlich gar nicht mehr, ne? Oder? Und hier dürfte es genau dasselbe sein. Und dass obwohl die Russen weich sind, okay, da haben wir jetzt so erstmal nichts angerichtet, aber wir müssen immer bedenken, wir haben Brand ausgerichtet. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Das haben wir erblicken. Ja, einen zweiten Brand ausgelöst. Bisschen, aber das steht in keinem Verhältnis. Ne? Ihr seht, es steht in keinem Verhältnis. So, das ganze Spiel machen wir jetzt nochmal mit der Josche. Nicht bereit. So, jetzt gehen wir um die Josche. Nehmen wir mal die Josche Black zur Feier des Tages. Sagen wir bereit. Machen aber das Ganze mit der Josche. Jetzt haben wir nicht jedes Schiff demonstriert, weil wir zu schnell zu viele Punkte hatten, aber das ist jetzt ja auch nicht. Ihr habt den Unterschied gesehen. Interessant wäre natürlich die Yuyang Yinan gewesen. Die hätte ich wahrscheinlich mit einer Salbe weggemacht. Die Zhao haben wir jetzt auch nicht demonstriert. Ja. Also hier wird es definitiv der Fall sein, wir haben 305 mm. Das dürfen wir nicht vergessen. Ne? 305 mm sind eine Ansage. Ne? Das ist definitiv eine Ansage. Jetzt brauchen wir wieder ein bisschen, bis wir da sind. Das ist definitiv eine Ansage. Und ja, wie gesagt, API. Ja, das ist, wie gesagt, bei kleinen Kalibern benutze ich das fast nie. Vor allem, weil mir das Ganze umgeschaltet sowieso auf die Nerven geht. Ne? Das ist das nächste Problem, ja. Ne? Das ist eben mal das nächste. Ach, was ein interessanter Artikel. Wenn man das WLAN abschaltet, kann man Strom sparen. Ja, wenn man das Internet abschaltet, kann man auch Strom sparen. Sehr interessanter Artikel. Ja, es ist von der Ruhr-Pfalz. Keine Ahnung, was auch immer das für eine Zeitung ist. Man will es wahrscheinlich im besten Moment gar nicht wissen. Wie wir sehen, wir fahren auch mit diesem wunderbaren Schiff 34 Knoten. Das ist also schon der absolute Hammer. Überwachungsflieger rausnehmen, das ist aber ja kein, wie gesagt, eigentlich dürfte der nichts aufdecken, zum Beispiel, ne? Ich meine, er fliegt 4,9 Kilometer von einem weg, ne? Dementsprechend dürfte, kann der eigentlich nichts aufdecken, was man selbst nicht sieht. Wo ist er? Ah, wo ist er denn? Weg ist er. Nee, weg ist er nicht.
So, ich freue mich maßlos jetzt schon drauf, wenn ich die SRH-E-Salve mit dem Ding abballer. Wo ist er denn jetzt? Weg ist der Flieger. So, das erste Schiff ist auch. Aber wir wollen ja ein bisschen seitlich schießen. Ein bisschen so, als wenn man im echten Gefecht ist. Und auf diese Dings bringt mir halt Dings nichts. Auf diese Entfernung bringt mir. Bei der Marseille hätten wir übrigens den gleichen Effekt gehabt. Die Marseille ist ziemlich gut, was Dings betrifft. So, jetzt kann ich mal einmal auf die Pedro schießen. Wir sehen, ob die aufbauen. Hat jetzt nicht viel gebracht, ne? Schlecht getroffen, ne? Muss man eben mal aussagen. Die Henri steht relativ gut. Hat jetzt schon ganz gut eingesetzt, ne? Gleich hier nochmal. Torps losschicken. Den wir gleich brauchen wir nicht. 10.000. Ne? 10.000 gesetzt mit HE, wohlgemerkt. So, jetzt kommt Api. Achso, den wieder abschalten. Hier gesehen, ne? Hier lohnt sich Api definitiv. Ne? Das gleiche mal auf der Worcester, dass wir den gleichen Effekt haben. Ich glaube, wenn wir die richtig treffen, ist mit der Worcester auch Feierabend. Zwei. Ja. Jo, also hier ist ja schon eine Zitadellengarantie im Endeffekt drin. Ne? Okay, die verabschieden sich beide. Goliath könnte auch übel werden für die Goliath, weil die ist eben halt ziemlich weit. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Na, bevor sie die nochmal setzen hier. Muss ich mal nach hinten, glaube ich. Eigentlich ist die Dings Yoshin ziemlich präzise. Aber, wie ihr seht, ne? Nicht so wirklich, ne? Dann können wir hier gleich mal auf die Petros setzen. Einen zieht er. Also da sieht man es jetzt wirklich. Das ist halt 305 mm schlagen halt entsprechend durch. Und sie brennt. Das gleiche wird hier der Fall sein. Von wegen. Umschalten gleich. So, aber Zau. Nicht getroffen, eingesoffen. Bei der Venezia dürfte das auch übelst ausgehen, wenn man sie richtig trifft.
Dafür müsste man jetzt natürlich auch mal wissen, wo die Zitadellen sind. Ich weiß nicht, warum ich die jetzt nicht, warum ich hier nicht platt kriege, warum ich hier keine Zitadelle drauf kriege. Das ist mir jetzt echt ein Rätsel. Ah, danke, das wollte ich. Drei Stück, ne, wohlgemerkt, ne? Drei Stück. So, dann gehen wir mal. Die Marseille. Ah, falsch getargetet. Ich störe mich jetzt ein bisschen hier, ne? Tekichin. Hier muss man in den Zaun treffen, damit sie jetzt wieder durch. Okay, so muss man sie treffen. So, Marseille. Ja, die Jagd, da müssen wir vorfahren, ja. Okay, das war jetzt nichts. Ne? Steht auch zu schräg. Hat scheinbar auch die Zieder woanders. Problem ist mit jedem vernichteten Schiff, ist die Runde eher zu. Wird halt nur einer, ne? Darf man nicht vergessen. Ne? Hier können wir. Wir sind jetzt ja. Venezia können wir gleich einfach demonstrieren, noch bevor die Torps hoffentlich ankommen, wenn die Türme schnell genug drehen. Venezia dürfte übel ausgehen, wenn ich sie richtig treffe. Mann, komm. Jap, ne? So, die Yi-Yang. Können wir vorher eine auf die Marseille noch mal versuchen, jetzt wo wir doch ein bisschen besser stehen. Was sie hier sein. Dass sie nicht fahren. Von wegen, ne? Kann man mal wieder sehen, ne? Kann man mal wieder sehen, bringt überhaupt nichts, ne? Warum auch immer die Yang jetzt keine Zigaretten, muss ich noch mehr. Ja, ich muss zwischen die Türme, ne? Ja, zwischen die Türme, ne? Wie wir es mal gelernt haben, ne? Und damit war die Runde zu Ende. Ihr seht also, ab einem gewissen Kaliber bringt AP definitiv was, unter einem anderen Kaliber bringt es halt einfach mal gar nichts. Ne? Wenn ihr dann noch das Glück habt, dass der Gegenspieler eben halt vergessen hat, das Denksignal mitzunehmen, hier das Deto-Signal, dann habt ihr natürlich immer Glück. Für mich gehört ein Deto-Signal auf jedes Schiff, auch auf ein Schlachtschiff, weil auch auf einem Schlachtschiff kann euch passieren, dass euch irgendjemand in Deto setzen möchte. Ne? Und deswegen, jetzt habt ihr es gelernt, ne? API, Torpedos, ne? Torpedos war sehr recht ungerecht, aber egal. Jetzt habt ihr es gesehen, der Unterschied, dann auch wie gesagt, ich habe es nicht bedacht, immer zwischen den Türmen treffen. Ich hab total nicht mehr daran gedacht. Einfach machen und dann fühlt ihr euch auch wohl. Bis denn, ciao, ciao.